Hallo, liebe Freunde der Wirkung. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache. Und heute geht es in deiner Podcast-Folge in Wirke, wie du willst, so heißt der Podcast, geht es darum, wie du schneller Freunde findest, wie du schneller Vertrauen aufbaust und wie du gut bei anderen ankommst. Unser Steinzeitgehirn tickt ja immer noch nach den gleichen Regeln wie, naja, eben in der Steinzeit. Das sind evolutionäre Trigger, die angestoßen werden. Und wenn du die weißt, dann weißt du auch, wie du so wirken kannst, wie du wirken willst. Und um dir das ein bisschen zu erleichtern, habe ich es ganz knapp zusammengefasst, was du tun kannst, um schnell Freunde zu gewinnen. Und ab geht die wilde Fahrt. Mein erster Tipp ist eigentlich ein Anti-Tipp, weil es wird überall kolportiert, dass das Spiegeln die hilfreichste und effektivste Methode ist, um Freunde zu gewinnen. Mein Tipp ist darin versteckt, dass du lieber wahrnehmen solltest, als selber zu spiegeln. Also für die, die noch nichts davon gehört haben, man nimmt die Körperhaltung des anderen an. Ja, das funktioniert auch richtig, richtig gut. Das Problem ist nur, dass mittlerweile so viele davon gehört haben, dass es sofort auffliegt, wenn du das nicht geschickt machst. Ich rate immer, schau dir lieber an, ob der andere dich spiegelt in der Körperhaltung. Und bitte nicht die Gesten, weil das Gesten kann man nicht spiegeln. Das wird einfach viel zu affig. Aber wenn der andere deine Körperhaltung annimmt, im Sitzen zum Beispiel, du überschlägst das eine Bein über das andere und der andere macht das Gleiche nach einer kurzen Zeit, dann habt ihr eine gute Ebene gefunden. Ich rate dringend davon ab, dieses Pacing and Leading einzusetzen, weil es schon viel zu viele wissen. Also Pacing and Leading, mal ganz kurz erklärt. Man nimmt die Körperhaltung des anderen ein, um ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln, um ihm das Gefühl zu vermitteln, hey, wir sind aus einem Stamm, wir sind gleich. Es fühlt sich alles an, als wären wir auf einer Wellenlänge. Und wenn ihr dann ein bisschen so gesessen habt, dann könntest du anfangen, deine Körperhaltung zu verändern und zu beobachten, folgt er mir? Nimmt er meine Körperhaltung ein? Ich rate dringend davon ab, das zu machen, weil es einfach schon viel zu viele wissen und dieses Spiegeln kennen. Und ja, es wirkt einfach bei den meisten geschauspielert. Also das wirklich gut hinzukriegen, ist schwierig. Das habe ich in vielen, vielen Seminaren so herausgefunden, die Erfahrung gemacht. Das funktioniert nicht wirklich. Also beim Spiegeln lieber beobachten, nimmt der andere meine Körperhaltung ein. Aber ansonsten konzentriere dich bitte auf das, was du zu sagen hast und konzentriere dich eher aufs Zuhören, den anderen abholen, anstatt den Hampelmann zu machen und ständig eine andere Körperhaltung einzunehmen. Dann habe ich noch einen weiteren Tipp. Menschen mögen Menschen. Und ich meine das genau so, wie ich sage. Menschen mögen keine E-Mails, sondern die bevorzugen Menschen, um Vertrauen aufzubauen. Menschen brauchen keine schriftlichen Ergüsse, sondern sie brauchen Stimmen, um Vertrauen aufzubauen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du Vertrauen aufbauen willst, wenn du Freunde gewinnen willst oder die Freundschaft festigen möchtest, nimm den Telefonhörer in die Hand. Telefonier mal wieder. Über die Stimme überträgt sich so viel Emotion und Vertrauen und wir kriegen so viel Information über den anderen, was wir über Schrift nie bekommen würden. Außer du bist Bestsellerautor und weißt ganz genau, was deine Worte beim anderen bewirken. Und wenn du die Möglichkeit hast, triff dich mit den Leuten, sei in ihrem Dunstkreis. Wir Menschen lieben das, was uns vertraut ist und vertraut ist uns das, was wir oft sehen. Das funktioniert ja gar nicht anders im Marketing. Marketing, je öfter du was siehst, desto vertrauter kommt es dir vor und desto mehr glaubst du auch daran, dass das gut ist, weil du glaubst ja, es zu kennen. Also, Vertrauen aufbauen durch Telefonate und persönliches Treffen, wenn es geht. Aber versuch's, es lohnt sich. Mein dritter Punkt
wie du Freunde gewinnen kannst und wie du positive Stimmung verbreiten kannst, das ist, verbreite positive Stimmung. Sei leidenschaftlich, also leidenschaftlich nicht im erotischen Sinn, sondern drück deine Begeisterung mit allem, was du hast, aus. Das ist übrigens auch ein Punkt, der beim Charisma eine wichtige Rolle spielt. Begeisterung zu zeigen, Emotionen zu zeigen, vor allem positive Emotionen zu zeigen. Du solltest mich mal sehen, wenn ich auf dem Golfplatz einen guten Schlag gemacht habe, wie ich da rumhüpfe und rumschreie. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, das ist aber Golfetikette, das macht man aber nicht. Und dann sage ich, ja, du mich auch. Wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Und dann sollen das auch alle mitkriegen, weil das steckt auch an. Wir wollen Menschen um uns haben, die positiv sind, die fröhlich sind. Das hat auch wieder einen evolutionären Hintergrund. Menschen, die fröhlich sind und die positiv sind, die geben uns das Gefühl oder die vermitteln uns, hier ist alles in Ordnung, hier bist du in Sicherheit. Also, sei positiv, zeig Begeisterung, zeig positive Emotionen. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann hör mal ein paar Folgen zurück, da habe ich das schon mal besprochen, wie man mehr Begeisterung zeigen kann oder wie man sich in eine positive Stimmung bringt, wenn man gerade nicht so gut drauf ist. Also hör es dir mal an oder schau mal auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich auch Videos dazu gemacht. Oder natürlich in meinem Buch Wirke, wie du willst. Und wenn du das in meinem Shop bestellst, dann kann ich dir eine persönliche Widmung reinschreiben. So, die nächste Möglichkeit, Freunde zu gewinnen oder Freundschaften zu festigen. Sei dir deiner Inselbegabung bewusst. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du ruhig Fehler eingestehen kannst. Das macht's so sympathisch. Wir hassen nichts mehr, also ich zumindest, ich hasse nichts mehr, als wenn einer ununterbrochen klugscheißt, also besserwisserisch ist oder ständig nur mit Ausreden hantiert, weil er es nicht schafft, was einzugestehen, dass er mal was nicht weiß. Und wenn mir das jemand entgegenbringt, dass er zum Beispiel sagt, wie, das hast du nicht gewusst, dann sage ich, nein, das muss ich auch nicht, ich bin inselbegabt. Und wenn du ganz lieb bist, dann lade ich dich gerne mal auf meine Insel ein. Und als letztes möchte ich dir noch mitgeben, kann ich dir ein Geheimnis verraten? Das ist der beste Spruch überhaupt. Wir lieben Geheimnisse. Ja, und wenn du ein Geheimnis verrätst und jemanden mit in deine Geheimnisgruppe mit hineinholst, dann gibst du ihm einen riesen Vertrauensvorsprung-Bonus. Er wird das honorieren damit, dass er dich mag. So, nun ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen, wie man Freunde gewinnt. Und du kannst mich gerne besuchen auf meiner Seite www.yvonnedebark.de und mir eine Mail an office@yvonnedebark.de schreiben. office@yvonnedebark.de, das geht dann direkt an mich. Schreib mich ruhig an mit Hallo Yvonne. Deine Podcast-Folgen sind so toll. Ah ja, bewerte doch bitte diesen Podcast bei iTunes, wenn du ihn da hörst und erzählst deinen Freunden, deinen wirkungsvollen Freunden, die du bald in Mengen haben wirst. Ne, obwohl, lieber ein paar gute Freundschaften als viele oberflächliche. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Besuch mich gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wie sie nicht alle heißen. Und der heutige Hörergruß geht an Tanja. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Yvonne.